Hallo ihr Quirlinge, auf geht's zum Endspurt von Wizard of Wings. So, was können wir denn hier machen? Gar nichts. Das erkenne ich jetzt wieder. Ja. Nochmal gibt's dafür keinen Schandpunkt, ganz ehrlich. Was ist denn das? Das ist ja auch einfach. Ich sammle erstmal nur Sachen ein. Okay, das ist nichts zum Einsammeln. Hier brauchen wir wieder irgendein Ding. Ach, das sind Nägel. Und wir kriegen einen Draht. Aha. Wo musst du denn hin? Da durch. Wir kriegen eine Kachel. Mhm. Also, ich war in allen vier Säulen drin. Da war diese versteckte Schublade. Was ist denn hier? Ist da auch irgendwas? Ja, das geht vielleicht später auf. So, Piepmatz. Aha, eine Symbolik, eine Kombination. Drei Zeichen. Was kann mir das denn helfen? Gar nichts. Da hinten habe ich was. Da kann ich die Kachel hin tun. Ah ja, okay. So, das ist eine Eule. Irgendwie fehlt mir jetzt hier ein Teil. Ich kann das hier nicht austauschen. Okay, schade. Haben wir noch was in der Umgebung? Ja, das Ding. Ah ja, das kenne ich. Das ist... können wir gar nichts machen? Knopf? Nee. Hier scheint doch was zu fehlen. Was ist das für ein Ding? Ah ja, das ist das Symbol von innen. Also, so eine Schneekugel oder Schneekristall, dann irgend so ein Sechseck und was anderes noch. Jawohl, ach, das ist die letzte Kachel, klar. Die können wir dann dort einsetzen. Die austauschen und dann haben wir hier noch einen Draht. Die Drähte sehen aus, als hätten sie hier eine Rolle zu spielen. Aber irgendwie reicht das natürlich noch nicht. Ich habe noch einen Knopf zu bieten. Ach, kann man den hier draufsetzen? Ach so, das ist aber nur, um dann den Schlüssel einzusetzen. Das hilft ja auch gar nicht weiter. Ach so, hier kann man wieder aufpieken. Dann haben wir hier was? Den nächsten Schlüssel. Aber es ist ja nicht der hier. Nee, es ist ein anderer. Hier fehlt doch ein Schlüssel. Ah ja, so. Hä? Man darf nicht eine Größe über eine kleinere Scheibe tun. So war das, glaube ich. So.
mache ich das denn hier? Keine Ahnung. Nee. Ich muss dahin. Mhm. Oder soll in die Mitte? Herrlich! Ah. Also du dahin. Das müssen wir jetzt so machen. Jawohl. Noch ein Draht. Ich habe befürchtet, dass da noch einer fehlt. Dort haben wir alles gemacht. Also in den Außenbereichen haben wir alles gemacht. Was fehlt denn hier drinnen? Hier müssen wir irgendwas tun. Da fehlt ein Draht wahrscheinlich. Aber wo soll der denn sein? Ach, hier ist noch was. Okay. Ist das Memory? Das ist nicht Memory, das ist irgendwie... Doch, es ist Memory. Das war hier irgendwo. Na, nicht ganz. Das war da. Keine Ahnung, wo das war. Ja, dort. Gut. Wir kriegen einen Draht, das ist völlig klar. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, alles. So. Und nun? Nee. Wie, was muss ich denn jetzt hier machen? Also das hier ergibt dann das da. Das passt. Nee. Das muss dahin. Dann passt das. Das hier gehört dort dazu. Da fehlt nämlich diese Linie, genau. Kreis und Kreuz. Passen zueinander. Das hier passt zueinander. Das da ist das und eine senkrechte Linie. Wo ist eine senkrechte Linie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das passt zueinander hier. Das hier passt mit dem da. Nee, was habe ich jetzt gemacht? Du passt mit dem. Dreieck. Nee, Dreieck und...
Man sieht auch so wahnsinnig viel, ha? Also, wie kriegt man denn das da hin? Das ist das und eine senkrechte Linie. Ich finde die senkrechte Linie nicht. Doch, da ist die. Ja, so. Was ist dieses komische Ding? Was ist das da? Und dann? Ach, das da, okay. Hoi. Eule! Flieg! Jawohl! Wie sie guckt! Schön! Mit stählerner Entschlossenheit und unerschütterlicher Entschlossenheit flehte der Mentor seine Schüler an, die Eule aus ihrem verzauberten Gefängnis zu befreien und so die schlummernde Kraft freizusetzen, die im alten Aufbewahrungsort verborgen war. So, Eulchen. Erstmal machen wir alle Fächer wieder auf. Ach so, das geht jetzt gar nicht. Aber Stargates, ach du meine Güte. Aha. So einfach ist diesmal nicht. Hier brauchen wir aber trotzdem einen Schraubenzieher. Ich finde ja gar nichts. Erstaubt. Aha. Eine Modelleisenbahn. Schön. Also das, ach, das ist wieder so ein Schlüssel. So. Piepmatz. Halt, Moment mal. Piepmatz. Hier raus. Hast du noch irgendwas zu tun da drinnen? Obwohl, leider nicht. So. Display-Batterie. Hier fehlt ja wieder so ein Schrauber. Irgendwelche Schubfächer haben wir jetzt hier nicht mehr. Nee. Okay. Display-Batterie. Ich kann jetzt hiermit nichts... Oh, was? Was ist denn das? Ach so. So geht das. Muss man erst mal draufkommen. Das... Was ist denn das? Ach, das ist das da. Ein Boxchip. Mhm. Ein Boxchip. Ach so, das kann ich hier aufklappen. War das richtig? Wahrscheinlich nicht. Hä? Ist das irgendwie so? Aha. Okay, verstehe. Das ist sehr seltsam. Ah, damit wissen wir, was anzufangen. Leier der einen.
Irgendeine Taste. Eine Kachel. Mhm. Was fehlt denn hier? Hm. Aha. Start. Dieser Sound. Es ist ja herrlich. So. Das ist ja ein Apparillo. Ein Eselsohr. Damit habe ich nicht gerechnet. Ach, hier fehlt so eine Kachel. Aber da fehlt noch eine weitere. Aha. Ah, das ist da. Nein! Da. So. Hä? Was? Was genau soll ich jetzt hier erreichen? Verstehst nicht? Ach, von da unten. Okay, ich verstehe. Von da unten geht's also los. Das muss man erstmal wissen. Achso, da unten ist so eine kleine Sache. Okay, verstehe. So, und wo soll's hin, das Licht? Naja, es kommt von da unten. Dann geht's da rüber. Müssen wir wieder alles erhellen? Dann geht's da runter. Geht's dahin? Dann müssten wir es hier wieder hochschicken. Dann geht es bis dahin. Dann schicken wir es hier wieder runter. Bis dahin. So. Was passiert jetzt? Oh ja, das war irgendwie richtig. Ein zweites Eselsohr. Was ist denn? Was war denn das? Ach, das bist nur du. Ach hier, das ist dann der Esel. Aha. Aber dem fehlt ja noch irgendwas. Displaybatterie? Ah, da fehlt noch eine zweite. Ach, irgendwas fehlt halt immer. Also das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Das hier fehlt noch. Was ist denn das? Ah. Da kommt die zweite Batterie. Ne, jetzt die zweite, ihr wisst schon was, Sicherung. Die muss dahin. Ja. Und jetzt? Rechts, unten, links, oben. Okay, ich habe das nachgebaut, was er da nickt. Und dann habe ich den Eulenschlüssel. So schlimm war das gar nicht. Flieg, kleiner Flattermann! Mithilfe der kollektiven Weisheit, die sie auf ihrer beschwerlichen Reise gesammelt hatten, und der Einsichten des Rabenphilosophen überwanden die Schüler die verzauberten Barrieren und sicherten sich das letzte Fragment des Schlüssels. Mhm. Ich mag die Musik. Bum, 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 bum. Ah, schön. Hier kann ich was einschlagen oder was einfüllen? Hm.
So, das hier machen wir einfach auf. Kriegen einen Magneten. Das ist zu. Hier müssen wir wieder mit der Kugel aufmachen. Kriegen einen Knopf. Das hier geht erst später auf. Was ist das? Was ist das hier? Okay. Da kommen wir jetzt nicht ran. Das ist irgendwie interessant. Irgendwelche Schubladen habe ich jetzt nicht gesehen. Piepmatz. Du kannst dort helfen. Aha. Wie kannst du denn da helfen? Du drückst jetzt das Quadrat. Quadrat, Kreis, Dreieckstrich. Quadrat, Kreis, Dreieckstrich. Ja, das war ja einfach. Man muss es in der richtigen Reihenfolge drücken, weil wahrscheinlich, wenn man es andersrum gemacht hätte, der Strich zum Beispiel nicht ganz oben ist. Es war wohl so eine Frage, auf welcher Ebene das ist. Gut. Jetzt habe ich zwei Knöpfe. Damit weiß ich nichts anzufangen. Hier kann ich Wasser einfüllen. Vielleicht bis es irgendwie beides in diesem grünen Bereich ist. Nein? Ja, aber schön gewesen, wenn das richtig wäre. Das ist bestimmt falsch, oder? Nee, es ist richtig. Einen Schalter gewinne ich. Und mit dem Magneten kann ich bestimmt hier diesen anderen einfach da raus befördern. Ich habe zwei Schalter und zwei Knöpfe. Was das ist, weiß ich immer noch nicht. Diese Schalter gehören vielleicht hierhin? Ja. Aber irgendwie geht da noch nicht so viel. Was fehlt denn da jetzt noch? Ach so. Hä? Aha. Ich verstehe, die müssen alle auf grün sein. Kann ich die jetzt drehen? Ich kann die ja gar nicht drehen. Ich muss das irgendwie mit Logik schaffen. So. Bum, 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 bum. Herrlich. So, zack, zack, zack. Wenn ich da eine runterschiebe, dann sind die alle richtig. Aber das ist aber noch doof.
Uiuiuiuiui, Tiffy. Das ist ja kompliziert. So ein Rätsel kenne ich ja noch gar nicht. Das ist halt jetzt falsch. Irgendwie sind immer zwei, die nicht funktionieren. Ach so, jetzt geht das darüber. Ich glaube, diese Ecken, die müssen irgendwie zuerst gemacht werden, die Ecken unten. So. Da ist eine runterrollt, dann zack, 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 dann sind die beiden auf Rot. Die kriege ich ja nie wieder auf grün, dann zumindest nicht mit der da. Wenn die eine runterrollt, dann geht das so. Aber jetzt, nee, das ist, dann ist die, ach, das ist doch immer eine Scheiße. Das ist echt schwer, das Rätsel, wollte ich mal so sagen. So eine richtige Idee, wie man das machen muss, habe ich nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich hätte man das schon durch Überlegung lösen können, aber... Tja, jetzt kann man den wieder machen und dann wird es aber trotzdem falsch. Uiuiuiui, also ehrlich, ach, die rollt dann da gar nicht weiter. Ach so, das ist auch interessant. Aha. Ja, das ist halt jetzt eine Geduldsprobe, bis ich mal irgendwann was sehe. Jetzt haben wir dann immer noch irgendwie nicht alles. Aber wobei, doch, wenn ich jetzt hier das mache, dann geht's doch, ha? Was bist du? Was ist das? Ein Blütenblatt. Ah, Blütenblatt. Wir hatten doch hier so eine Anemone. Das sieht doch jetzt schon richtig aus. Fehlt da noch was? Hm?
Ach, da fehlt noch was. Was bist du? Aber die haben wir schon gemacht, richtig. Wo müssen wir denn noch was machen? Ach, hier, an dem Ding. Origami. Ach, hier, guck mal, das geht bestimmt dahin. Genau, so. Aha. Das kann ich jetzt da reinsetzen. Das ist doch nicht so verkehrt. Das kann ich da reinsetzen. Genau. Das kommt jetzt dort rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Und wir bekommen noch ein Blütenblatt, genau, weil ja diese Blüte noch nicht reagiert hat. Da fehlt noch eins, ich dreh durch. Irgendwie fehlt immer eins mehr, als man glaubt. Wo soll jetzt noch so ein... Hier ist noch so ein Ding, aber da komme ich ja nicht ran. Hier ist noch was, was ist denn das? Ah. Hä? Ja, das war einfach. Okay. Jetzt aber zu dir. Ah, schön. So, achso, das habe ich glaube ich auch im Trailer gesehen. Das muss man irgendwie... Das muss man irgendwie so lösen, dass da irgendwie so der Regenbogen rauskommt. Also, es ist ja so, blau, violett und pink, dann käme nach meinem... Ach, das hier ist, das rote ist... Das rote ist fix, verstehe. Dann müssen wir es an dem Rot ausrichten. So. So mach. Genau, nach meinem Dafürhalten. Richtig. Und da haben wir den Eulenschlüssel. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben alle Vögel gerettet, ja? Ich bin halt gut zu Vögeln. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und danken Ihnen fürs Mitspielen. Geführt von der eisernen Eule des Mentors wagten sich die Studenten in die Tiefen der Akademiebibliothek und enthüllten eine versteckte Treppe, die zu einer Schatzkammer antiker Kenntnisse und Artefakte führte. Gemeinsam vereitelten sie die eindringende Dunkelheit und bewahrten das Erbe der Akademie für immer verbunden durch die Bande des Fleißes und der Einheit, die sie auf ihrer bemerkenswerten Reise geschmiedet hatten. Ja, sehr schön. Ein schönes kleines Rätselspiel. Aber jetzt ist es vorbei. Ich habe, glaube ich, 3 Schandpunkte mir eingehandelt. Huh? Oh je. Aber die waren auch gerechtfertigt, weil das, was ich da gelernt habe, bei den Schandpunkten, die ich mir gegeben habe, das hätte ich, glaube ich, nicht gesehen. Antennen nach oben klappen und so ein Kram. Na gut, also insofern, ich bin mit mir zufrieden und ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie sehr ihr zufrieden mit mir seid. Und weiter mit dem nächsten kleinen Rätselspielchen, vielleicht mit wieder ein bisschen mehr Handlung, geht's dann im nächsten Projekt, denn hier bin ich jetzt weg.